Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Nirim. Beim letzten Mal hatten wir ja hier im Totenpassgebiet aufgehört und ich habe in der letzten Folge gar nicht mehr gesehen. Ich habe hier noch was entdeckt. Schlachtfeld der 1000 Leiden. Krass, deswegen waren hier auch wahrscheinlich schon einige Gefallene und Gegner. Und ich bin gespannt, was uns hier noch so alles erwartet, denn hier waren die ja. Und da hinten haben wir ja auch schon Gegner gesehen, der werde ich mich dann gleich annehmen. Und man kann hier wieder sammeln, ne? Es ist natürlich wieder abartig geil. Aber wie gesagt, ich will euch da gar nicht so sehr reinziehen hier in meine Sammelwut. Kann aber auf jeden Fall schon mal den Ring tauschen. Und ja, das passt. Ja, da sind sie. Ha! Das ist ein bisschen blöd, weil ich ja keine. Ja, eingeklemmt wieder schön, ne? Weil ich ja kein. Also mein Gegenstand nicht mehr verzaubert ist. Ist das natürlich jetzt. Haut das nicht so gut rein, das Schwert. Vor allen Dingen, weil die zu zweit sind. Das heißt, ich werde es mir wieder einfach machen und werde die dann halt. Beide damit erledigen. Mit Zerstörung. Da bin ich einfach nun mal am besten. Außerdem habe ich auch da tatsächlich noch 2 bis 100. Also von daher. Und was auch geil ist, was ich auch gemerkt habe, wenn man viel so rumläuft, also im Schleichenmodus, dann steigt auch relativ schnell tatsächlich der Skill Schleichen. Also, das könnte ich eigentlich auch mal mit einbauen. Man ist zwar nicht ganz so schnell wie so, aber ich finde immer noch schnell genug mittlerweile. Das ist natürlich nicht von Anfang an so. Mittlerweile, dass es aber erträglich ist eigentlich, finde ich. Jo, ein Trank, hier nochmal, da nochmal eine schöne Silberader. Ja, klasse, ne? Hat sich schon mal gelohnt, der kleine Ausflug hier. Hier leuchtet auch noch was rum. Oh, da hinten ist doch auch noch was, oder? Mal schnell nachgucken. Was haben wir denn hier? Kloster von Pandorn? Ist ja geil. Ich meine, hier sind wir schon mal irgendwann gewesen. Das muss aber ewig her sein. Das würde ich natürlich auch gerne noch mitnehmen, ne? Ja, sonst machen wir da unten erstmal weiter. Und dann komme ich da drauf sofort wieder zurück. Flüsse muss ich auch noch einige durchgucken. Und zwar tatsächlich den hier. Hier diesen Teil. Den habe ich fertig. Und hier oben noch. Das hier. Das muss ich mir auch noch angucken. Rest habe ich. Das war nämlich bei den letzten Folgen auch immer sehr ergiebig. Also wenn ich oft... Na, das heißt bei den letzten Folgen. Ich habe das ja mal offscreen gemacht.
weil das für euch, glaube ich, langweilig ist. Weil man ja immer nicht weiß, ob man was findet oder ob man nichts findet. Aber es hat sich gelohnt, ne? Schlachtfeld der tausend Leinen, hier ist das. Dann wird hier bestimmt noch der ein oder andere Gegner kommen. Also da waren denn Truhen. Da drüben ist schon mal ein Grab. Tränke. Gold. Also war immer gut, also. Ach ja, im Schleichen ist es mit dem Kämpfen ein bisschen schwierig. Oh. Es wäre noch fast knapp geworden hier mit meinem. Mit meinem Wahnsinn hier. Eine Eispranke oder so wäre natürlich noch ganz schön, ne? Wer weiß, was hier noch kommt. Vielleicht noch ein magisches Symbol oder so, man weiß ja nie. Da gab es ja auch schon einige, die echt fies versteckt waren. Also da erinnere ich mich immer noch mal wieder gerne an Arkt. Alter, was juckt mir hier die ganze Zeit? Also ich weiß nicht, Leute, ey, ich kann ganzen Tag in meinem Job vorm Rechner sitzen, da habe ich das nicht. Will ich abends hier in Ruhe zocken, da habe ich überall an der Nase, am Mund, überall juckt das, als wäre da sonst was los. Ey, ich raff das nicht. Fluch des Gamers, oder was ist das für ein Rotz, ey? Keine Ahnung, ey. Ich weiß es nicht. Oh. Jetzt habe ich es ganz aus dem Konzept gebracht. Ach so, ja, mit den magischen Symbolen, ja. Genau, ich erinnere mich noch gerne an das magische Symbol da mitten in der Wildnis in Arktwend. Das war ja auch richtig fies versteckt. Oder welches war noch fies versteckt? Da gab es einige, ne? Da kann ich mich... Also Arkwen fällt mir sofort ein. Ach ja, stimmt. Denn war in irgendeiner Ruine, da weiß ich nicht mehr wo. Da war das im Feuer versteckt. Da habe ich das erst gefunden auf dem Rückweg durch Zufall. Ah, das ist der Tempel vom Seelenschinder, wo wir mit Narazul Arantial waren. Alles klar. Da unten ist auf jeden Fall auch was, eine Spinne. So, wie machen wir das jetzt am cleversten? Da geht nämlich auch ein Weg lang, eine Brücke. Geil! Eine Eispranke! Sehr cool. Da habe ich auch nach Ausschau gehalten. Ich habe mir das doch gedacht, dass hier bestimmt irgendwo eine ist. Oh, geil. Da unten sind auch noch Gegner oder hängen welche oder so. Alles klar, das ist ja ein geiles Gebiet hier. Mann, oh Meter, hier findet man... Da ist noch eine, da ist noch eine. Eine Eispranke. Ha. Oh, die sind auch verdammt gut versteckt. Da habe ich offscreen auch schon viele gefunden. Weil ich denn ja auch immer gerne einfach mal so rumdaddel und rumdös und so. So, jetzt erstmal wieder hier auf den Hauptweg kommen. So, das muss hier sein. Was ist das denn hier für eine Schlucht? Ach, das ist der Weg. Okay. Ach, hier ist eine Sackgasse. Ah, alles klar. Und da ist... Ja, ja, gut. Ja, wir können mal gucken, einmal kurz. Schleichen, ja, seht ihr? Ne? Ist jetzt nur von der Folge hier. Gerade mal 10 Minuten und schon wieder echt viel geschafft, so. Also bei manchen
Skills geht das echt gut. Bei Beschwörungen das auch wirklich sehr gut. Ich muss unbedingt wieder... Das sind Tote. Oh, hier ging ja auch was ab, ey. Ach du Scheiße. Genau, bei Beschwörung, wie gesagt, ging es auch ziemlich gut. Bei Zerstörung geht's auch mit Üben, aber nicht ganz so schnell und nicht ganz so gut. Also das ist wirklich, das wird lästig, glaube ich, wenn man das auf dem Wege machen will. Was ist jetzt das noch für ein Weg hier? Ach, hier hoch ist auch noch ein Weg. Ja, scheiße, müssten wir hier eigentlich zuerst gehen, ne? Sonst kriege ich das ja nie wieder abgefrühstückt. Oh, Pilze. Hallo. Scheiße, ich stehe in dem Brett. Nein, nein. Da komme ich doch nicht wieder raus. Das war's, Leute. Scheiße. Och, nö. Zum Glück hatte ich vorher noch abgespeichert. Ja, also, ne? Macht nicht die gleichen Fehler wie ich. Man kann eben nicht alle Pilze haben. Ja, es funktioniert nämlich nicht. Gut, dann lassen wir das. Ach, hier können wir ja eigentlich mal wieder... So. Dann können wir endlich wieder unser Schwert aufladen. Oh, ein Grab. Das ist ja auch geil hier mit dem Wasser, mit der Quelle. Da kommt keiner. Oh, eine Truhe noch. Und ein Grab, sehr schön. Schildtränke, nicht Schilder. Ja, geil. Oh, hier kann man ja auch wieder echt viel erkunden. Das ist ja saugeil gemacht hier. Oh, Leute, eine Eispranke. Hm. Oh. Oh. Wie cool ist das denn bitte? Da drüben waren wir vorhin. Ist das geil, Leute. Es ist so schön gemacht. Gibt so viel zu entdecken hier. Das ist echt mega cool. Ich verbuche das dann wieder unter Entdecken. Jo. Geil, hat mich mein Gefühl doch nicht getäuscht, dass das eine Silberader war. Gut, dann gucken wir uns hier noch um. Oh nein. Diese blöden Biester, auf die komme ich ja irgendwie nicht klar, ne? Ah! Hm.
Oh, die sind ultra lästig. Ach, jetzt stirbt man, du blödes Kackvieh, ey. Aber bringt... Flossenfetzer bringt immerhin ordentlich Erfahrungspunkte zum Trost. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier sind, sagt mal. Nein, jetzt sind wir hier beim Meistermetzger, beim Schlachthaus. Ich fass es nicht. So hängt das also alles zusammen. Das ist ja der Wahnsinn. Geil! Da bin ich ja immer wieder fasziniert, wie das denn immer alles so kommt. Okay, dann haben wir hier auch... gleich die zweite Region entdeckt. Ach, hier ist auch noch eine Brücke. Ist ja interessant, Leute. Boah, hier ist noch ein Lager. Was? Schade, nichts drin in der Truhe. So, eben noch fix die Pilze hier. Zack, so reicht. Schnell weiter. Was ist das jetzt? Ach, das ist Burg Ledue. Da hinten sind auch noch Gegner, oder was ist hier los? Tatsächlich. Ja, das war wohl nix, ne? Ein Räuber, ey. Ja, gut, dass wir auch nochmal geguckt haben. Dann nehme ich da nachher die Abkürzung. Ah, da unten in der Schlucht, da ist bestimmt auch noch einiges zu holen. Ich merke das gerade schon, dass das jetzt hier... Oh, da wollte ich eigentlich noch... hatte ich tatsächlich überlegt, noch wegen Seelenzauber, aber dann war der mit dem zweiten Schlag gleich weg. Truhe. Ja gut, ist jetzt nicht so das Mega-Zeug, aber die Menge, ne? Oh, ist das Geld? Ja, Leute, das sind Groschen. Alles Groschen. Geil. Nein, jetzt sind wir hier bei der Brücke. Brücke der freien Wiederkehr. Geil! Das wäre also der andere Weg gewesen, den wir damals, wo wir hier noch standen. Ich fass es nicht. Ah, so wäre das gewesen. Interessant. Hoi, da hängen auch schon welche. So. Silberader.
Jetzt muss ich mal einmal reingucken, da stand... Ah ja, oh, es war wieder klar. Oh ja, eine Eispranke noch, dass ich mir wieder irgendeine Krankheit hier reinhole. Wo ist er denn jetzt? Da, da. So. Typisch. Schade, die Silberadern, die haben alle nichts. Kann mich auch nicht erinnern, dass ich hier schon mal gewesen bin. War das... Nee. Das war die, ne? Ja. Hm. Gut, okay. Dann... Ja, hier sind ja auch noch überall Gegner. Oh nein! Das blöde Vieh, ey. Hat anscheinend nicht geklappt mit dem. Okay, wenn man denn keine passenden Seelensteine hat, dann werden die auch in die größeren rein gesperrt. Gleich zwei, ne? Mist. Ah, da können wir eigentlich mal was ausprobieren. Ich bin der Meinung, es gibt einen Zauberspruch. Stille. Oder sowas. Irgendwas mit Stille. Da. Das habe ich noch nicht, ne? Illusion 50. So viel habe ich doch im Leben nicht. Nee. 40 erst. Scheiße. Gut, dann können wir nur den nehmen. Dann können die nämlich, glaube ich, nicht zaubern. Hält halt nicht ewig. Ne? Oh. Der komische Lähmungsscheißtrank, der bringt irgendwie auch nichts. Aber wenn ich hier so weiter rumeier, dann sterbe ich hier noch. Oh. Ja, also das ist nicht meine Welt. Diesem komischen Rumgeeier da. Also das ist mir zu blöd, ehrlich gesagt. Jetzt hier mit Taktik und keine Ahnung und... So. Auch wieder keine Seele gefangen, weil ich das denn auch wieder nicht beachtet habe. Ah, nee, das ist mir nix, ey. Gut. Ja, oder halt erst, wenn diese, diese stille Zauber länger anhält, denn, dass sich das denn erst lohnt. Das kann natürlich auch sein, denn braucht man da ja nicht so oft. Nach hingucken. So, jetzt sei leise, ey. Jetzt habe ich eigentlich Schnauze voll hier, ey. Aber das hat sich richtig gelohnt, Leute. Allein wie viel Silberadern wir jetzt hier schon gefunden haben. Hier ist noch eine Meister-Rabes-Hütte. Was?
Das ist doch der Typ von den Büchern, oder nicht? Wird mir gar nicht als Ort hier angezeigt. Meister Rabe. Oh, der ist tot, Leute. Gedicht für Baratheon. Baratheon, klein und dumm, lag auf der weiten Wiese rum. Groß und stark wollte er erscheinen, war in seiner Dummheit nur am Weinen. Sein Hofstaat groß und mächtig, so erscheint er jedem prächtig. Denn dieser bestand gar aus einer großen Fliegenschar. Schwirren sie um Barus Kopf, duftet er doch wie des Nachtes Topf. Und ist der Baro gar so dumm, so liegt er auch heut noch auf der Wiese rum. Hoch lebe unser Baro, Meister Rabe. Oh, was? Wieso haben die den denn umgelegt? Kirche und Ehre? Das ist ja was, Leute. Das erschreckt mich jetzt. Urteilsspruch des Baratheon? Okay, das nehmen wir mal mit. Okay, krass. Naja, gut, Leute, ne? Aber die Folge ist schon wieder extrem lang. Und ich würde sagen, das war's erstmal wieder mit der nächsten Erkundungstour hier im Totenpass. Oder im Tal des Totenpass. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder. Ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.